Hallihallo, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons TD6. Yay. Gestern lief ja schon mal ganz gut und es haben sich mega viele Leute gefreut, dass ich das jetzt spiele. Und ich habe gerade mal in diesen Wissensbaum hier reingeguckt und schaut euch das bitte an. Das geht erst ab Stufe 30, aber ich möchte euch das nur mal kurz zeigen. Für alle, die dieses Spiel noch gar nicht kennen. Ich gehe jetzt mal in Primär rein. Es gibt einfach noch viel mehr, was man freischalten kann. Was ist das bitte für ein Spiel? Aber anscheinend kostet alles hier Affenpunkte oder Affengeld. Deswegen muss ich die irgendwie mir verdienen. Na gut, dann spielen wir einfach ganz normal und probieren irgendwas aus. Ich habe noch nicht alleine weitergespielt. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, welche Maps ich hier schon geschafft habe und welche nicht. Es gibt auf jeden Fall einige. Ich habe noch gar keine davon gemacht, gell? Nee, hier sind auch solche Embleme unten und davon habe ich alle noch gar keinen. Ja, wir fangen bei der Affenhaue an. Ach, man kriegt sogar bessere Belohnungen, je krasser die Schwierigkeit ausgewählt ist. Ah, das heißt, man kriegt auch für alles diese Affendollar. Okay, dann ist das gut. Ich dachte, diese Affendollar sind tatsächlich nur eine Währung, die man für Euro kaufen kann. Ja, dann lasse ich mich nicht lumpen und probiere Mittel aus. Auf Schwierigkeitsstufe Mittel kosten Türme so viel wie immer. Die Bloons bewegen sich normal und du hast 150 Leben. Wenn du auf Schwierigkeitsstufe Mittelschwer Runde 60 absolvierst, erhältst du eine Silbermedaille für diese Strecke. Ach, und es gibt noch, wenn man das jetzt auf Standard schafft, dann gibt es noch verschiedene Herausforderungen, oder wie verstehe ich das? Dass man dann quasi nur mit Militär das schaffen darf, oder keine Ahnung, was das hier bedeutet. Irgendwie so bestimmt. Ja, wir machen mal auf Standard. Und super nice, dass ihr auch in die Kommentare schreibt, wie das alles funktioniert und so, und dass ihr mir helfen wollt. Das hilft sehr. Guck mal, da ist ein kleiner Marvin. Ich heiße Marvin. Super knuffig. Ja, ich würde sagen, wir platzieren jetzt erstes den Quincy. Schön mittig, wo er schön viel trifft. Just give me a target. Yeah, I give you your target. Und da wir sonst nicht viel machen können. Los, Quincy, hau sie alle weg. Ja, also erste Runde sollte ja ganz easy sein. Easy game. Und dafür gibt es sogar eine Errungenschaft. Heldenzeit, einfach weil ich einen Held platziert habe, oder wie? Können wir aber nachgucken. Wofür habe ich das denn bekommen? Held auf einer Nicht-Tutorial-Karte einsetzen. Ja, ich bin der Beste. Ja, sonst werden wir hier einfach ein paar dieser normalen Affen platzieren. Ich meine, die erste Map sollte jetzt auch noch nicht so schwer sein. Auch wenn das jetzt natürlich auf normaler Schwierigkeit ist. Für jede geplatzte Schicht Bloons erhält man auf jeden Fall $1. Und hier übrigens, weil ich das ja auch in der letzten Folge nicht verstanden habe, mit diesem erster, letzter, nah, stärkster und so, das hat mir die Nicole erklärt. Das bedeutet einfach nur, welchen Ballon der angreifen soll, dieser eine Tower jetzt. Nice. Ob er jetzt den ersten Tower angreifen soll, oder zum Beispiel den letzten Ballon in seiner Reichweite. Oh Gott, warte. Ne, die kriegen das schon hin, ne? Ja, die bekommen das hin. Oder halt den nächsten, den stärksten und so weiter und so fort. Mega cool. Kann man dem jetzt zum Beispiel sagen, dass er den stärksten angreifen soll, weil er halt einfach auch stärker ist als die anderen. Ich upgrade den mal. Der hat einen Schnellschuss. Können wir gleich wieder einsetzen. Mega nice. Ui, da sind wir Stufe 4. Ui. Ich glaube, das kommt schneller mit der Stufe 20, als mir lieb ist. Und dann könnte ich Koop spielen und dann zeigt ihr mir alle, wie krass ihr drauf seid. Die Map schreit gerade so nach diesen Reißnagelwerfer, deswegen hole ich mir den. Oh, der hat aber eine kleine Reichweite. Wenn ich ihn jetzt hier in die Mitte platziere, man kann doch bestimmt noch die Reichweite von dem irgendwie verbessern, oder? Nicht, dass er jetzt einfach gar nichts trifft. Macht er was? Ich glaube, der bringt mir hier absolut gar nichts. Und er kriegt wahrscheinlich auch nur XP, wenn er tatsächlich Leute tötet, gell? Fuck, okay, da muss ich hier vorne nochmal einen hinsetzen, damit... Ah ja, jetzt greift er auch an. Damit die Dinger wenigstens XP bekommen, damit ich den hier upgraden kann mit den Langstreckendingern. Ah, nice, wir können es jetzt schon holen. So, mehr Reichweite. Hat er jetzt genug Reichweite? Nee, wow, das bringt ja gar nichts. Ah, nee, wir müssen es upgraden. Zack. So, jetzt sollte der auf jeden Fall mit angreifen. Aber die sind halt einfach super gut für diese mittleren Dinger. Ich brauche euch hier wahrscheinlich gar nichts zu erzählen. Das ist halt die erste Map, was soll ich groß sagen. Wird jetzt nicht die schwerste Map aller Zeiten sein. Hey, Quincy ist wieder aufgestiegen. Was kann er jetzt? Hat eine etwas größere Reichweite. Das ist cool, dass die Helden einfach automatisch aufsteigen. Und ganz im Notfall haben wir ja auch noch diese Fähigkeit einfach. So, ich hole mir hier nochmal so einen Kleberaffen, weil ich die witzig finde. Kann mit jedem Schuss zwei Bloons beschichten. Nice, hole ich. Ja, beschichte sie alle! Wenn man so richtig viele verschiedene Affen hat, dann machen die bestimmt richtig die Party, oder? Ach, und jetzt verstehe ich das auch mit diesem grünen Pfeil. Jetzt kann ich einfach auf den Turm raufgehen und sehe zum Beispiel, was ich holen kann. Ah, und wenn das nicht so grau unterlegt ist, dann kann man sich das auch holen. Verlängert den Klebstoffeffekt um ein Vielfaches. Ist gekauft, Bro. Was kannst du noch? Messerscharfe Schüsse. Ich kaufe am Anfang einfach mal alles, Leute. YOLO. Und schon Stufe 5. Ich steige aber zwei Stufen auf, während ich eine Map spiele. Ja, wir kriegen ja sowieso alle. Dann nochmal den Eisaffen. 500 kostet der. Holy shit, wie ist der so teuer? Ich habe doch niemals in meinem Leben $500 für so einen blöden Affen übrig. Nevermind. Okay, und wo kommt der hin? Was macht der denn eigentlich? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Der friert die auch irgendwie ein, ne? Ja komm, hier doppelte Einfrierungs-Action. Aber wann friert ihr die eine, ist die andere Frage. Das müssen wir beobachten. Macht er was?
Er verlangsamt die so ein bisschen, aber anders als der Klebstofftypi. Sehe ich das richtig? Also er macht irgendwas, aber ich verstehe nicht was. I don't understand this. Runden erneute Blumens. Diese süßen, herzförmigen Blumens lassen verlorene Schichten alle paar Sekunden nachwachsen. Heißt, wenn man die nicht schnell genug tötet, dann sind die einfach wieder mit mehr Leben da, ja? Wir sparen jetzt einfach mal ein bisschen Geld. Ich weiß zwar nicht für was, aber wir kommen halt gerade so easy peasy klar, dass ich ja gar keine anderen auf dem brauche. Oh, ganz viele Grüne. Nevermind, alles easy. Können ja mal ein bisschen upgraden hier. Schneller schießen. Noch schneller schießen. Und kaufen. Und noch schneller kaufen. Kauf, kauf. Nice. Aber kann man irgendwie schneller durch die Affen durchgehen? Kann mir da irgendjemand was sagen? Gibt es da irgendeinen Shortcut? Oh, schwarze Ballons. Schwarze Blumen sind klein, aber in ihnen befinden sich zwei rosa Blumen. Und in rosa Blumen sind noch andere Sachen drin. Außerdem sind schwarze Blumen immun gegen Explosionen. Okay, ja, also den einzigen Blumen, den ich mir noch nicht geholt hatte, ja, jetzt kriegen wir ihn sowieso, war sowieso dieser Bombenwerfer. Also gegen den sind die schwarzen Blumen immun. Okay, stelle ich aber trotzdem hin, einfach weil ich mal alles sehen will. Das ist dann unsere letzte Bastion hier. Wenn die hier so lang gehen, dann muss der die alle töten. Aber vermutlich kommt bis da hinten sowieso keiner. Quincy ist einfach zu krass für alles. Und die weißen Blumen. Weiße Blumen sind wie schwarze Blumen, aber immun gegen Eiseffekte. Ich weiß sowieso nicht, was dieser Eistyp macht, to be honest. Oh, jetzt kommen hier die ganzen neuen Blumen an. Tarnblumen. Wichtig. Deine Affen können nur dann Tarnblumen platzen lassen, wenn sie sie erkennen. Quincy kann das beispielsweise ab Stufe 5 und Pfeilaffen schaffen es mit dem Upgrade für verbesserte Sicht. What? Auf sowas muss man auch noch achten? Ein Glück habe ich... Warte. Ein Glück habe ich Quincy. Aber warte mal. Konnte ich das nicht hier... Da, verbesserte Sicht. Habe ich sogar schon freigeschaltet. Wenn wir noch ein paar mehr XP haben, dann können wir auf den Dreifachschuss gehen. Oder wir holen uns das Nagelkatapult. Warum ist denn das eigentlich so grün? Hat das auch noch irgendeine Bewandtnis, dass die grün sind oder rot? Ne, guck, der hat das hier unten auch schon. Also der kann die sehen. Der violette Blumen. Violette Blumen erhalten zwei rosa Blumen. Sie sind schnell und immun gegen alle Effekte von Energie, Feuer und Plasma. Ich habe, glaube ich, überhaupt gar nichts, was Energie, Feuer oder Plasma ist. Aber gut, danke für den Hinweis. Und Stufe 7. Nice. Oh, jetzt haben wir die Militäraffen. Da meinte der Fly, der meinte, ich sollte hier irgendeinen krassen Typen nehmen. Ich glaube, den Hubschrauberpiloten hat er gemeint, oder? Schwebt in die von der vorgegebene Richtung, schießt mit großen Doppelpfeilkanonen. Okay, ich glaube, den meinte Fly, deswegen nehme ich den mal. Ich höre ja auf meine Abonnenten. Ha, und es ist gut, dass wir jetzt Geld gespart haben. Jetzt können wir den hier irgendwo platzieren. Ein großes Haar. Das nirgends so hinpasst. Ich pack den mal hier, da ich keine Ahnung habe, was der macht. Der folgt meiner Maus? Jetzt ist der Typ die ganze... Ah, lol, jetzt kann ich den einfach steuern. Wie gut ist das denn? Trifft er von überall? Nee, er muss wirklich vor denen sein, ne? Das ist ja richtig funny, dass die sowas eingebaut haben. Ich steuere jetzt einfach diesen Helikopter. Bleibloons, sie bestehen aus Metall. Deswegen ihnen scharfe Dinge nichts anhaben können. Probiere Bomben. Oh, fuck. Dann kann hier gar nichts gegen die was machen. Oh, ich kann die wirklich nicht angreifen. Oh, wait, warte. Die kommen jetzt zum Glück an der Kanone hier vorbei. Ah, und der sprengt die dann in die Luft. Und dann können die anderen sich darum kümmern. Ach du Kacke, dass man auf sowas achten muss, ey. Okay, die sind heftig. Hätte ich diese Kanone nicht, dann wäre ich hier richtig am Arsch gewesen. Ich glaube, dann möchte ich doch nochmal eine zweite Kanone haben. Und die packe ich dann hier vorne hin. Da trifft sie zwar nicht viel, aber wenn sie dann was trifft, dann können die anderen sofort wieder mit angreifen. Ja, guck, da sind auch schon wieder diese Eisenballons. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn der da vorne ist. Ja, voll easy. Und Stufe 8. Wow, das geht wirklich ultra schnell. Dann holen wir uns den Scharfschützenaffen, weil der witzig aussieht. Wie teuer ist der? Nur 350? Easy. Der kann bestimmt mega weit wegstehen. Ich meine, das ist ein Scharfschützenaffe. Was soll er sonst machen, wenn nicht weit wegstehen? Der soll bitte den stärksten angreifen. So. Ja, er greift auch von da hinten schon an. Oh, mega gut. Aber man weiß nicht, was seine Reichweite ist. Oder kann er über die ganze Map schießen? Das fände ich ein bisschen zu heftig, wenn ich ehrlich bin. Oh, die Geräuschkulisse. Du hast bereits in Runde 24 ein Tarnblumen gesehen. Hoffentlich bist du bereit für mehr davon. Oh, da kommen jetzt wahrscheinlich ein paar, ne? Dann sollte ich vielleicht nochmal meinen Bombenwerfer ein bisschen anpassen. Schnelleres Nachladen. Zack. Oh, Raketenwerfer. Ja, von auf jeden. Gib mir alles. Oh, mega gut. Und bei dem Klebstoffschützen gehen wir hier noch auf ätzender Klebstoff, wodurch alle paar Sekunden eine Schicht der verklebten Blumens einfach platzt. Klingt mega gut. Ja, wir gehen den oberen Weg hier. Ich glaube, ich sollte mal bei den Wegen hier bleiben. Oh, das sind erstmal Tarnblumens. Aber in verschiedenen Farben, das ist ja unfair. Ein Glück kann Quincy die sehen und der Typ hier vorne müsste die eigentlich auch sehen können. Wieso kann er das nicht? Hallo? Warum hat er nicht geschossen? Und Stufe 9. Mörseraffe, Affen, Fliegerass.
Freibeuteraffe, für den braucht man garantiert. Ja, muss im Wasser platziert werden. Haben wir hier nicht. Und U-Boot kann auch nur im Wasser platziert werden. In Woodwoods den Affenfliegerass. Ja, ja. 800 kostet der. Easy. Kommt hier hin. Der fliegt aber automatisch. Der fliegt von alleine, oder? Ja. Ah, der fliegt jetzt immer im Kreis. Und wenn dann unter ihm was ist, dann trifft er irgendwas. Oder kann man hier noch was anderes einstellen? LOL, okay, man kann sagen, dass er im Kreis fliegt oder im Unendlichzeichen. Er kann auch eine 8 fliegen. Oder halt im Kreis. Ich glaube, Kreis ist hier am behindertsten. Ich gehe mit dem Unendlich-Symbol. Das klingt gut. Und gleich werden ganz viele Tarnbluns ankommen, anscheinend. Verstehe halt nicht, warum er hier das nicht kann. Oder können das wirklich nur neue Affen? Dass ich den falsch abgegradet habe. Das kann auch sein. Warte mal. Also hier, nochmal so ein ganz normaler Affe. Das dritte hier. Zack. Zack. Und wieso konnte der das nicht? Weg geschlossen. Ah, weil ich zu weit hier oben irgendwas gemacht habe, oder wie? Okay, der kann jetzt auf jeden Fall welche sehen. Und ich möchte, dass er auch schneller schießen kann. Ach, man kann immer nur zwei Wege gehen. Ah, okay. Ah, ja, jetzt trifft er auch. Okay, dann macht das Sinn. Wieder was dazu gelernt. Oh mein Gott, sind das große Teile. Keramikbloons sind in gehärteter Tonerde gehüllt und platzen erst nach mehreren Treffern. Also sind einfach nur ein bisschen stärker. Okay. Da haben wir sie. Machen auf jeden Fall witzige Geräusche und wir sind Level 10. Und holen natürlich den Mörseaffen. Der sollte ja auch eine große Reichweite haben, oder? So wie der Scharfschütze. Ich meine, das ist Mörser. Ich pack den jetzt hier unten hin. Ach, man kann sagen, wohin schießen soll. Nice. Das auf der ganzen Map? Hä, dann hätten wir den ja irgendwo an die Seite stellen können, wo er nicht nervt. Und dann das Ziel einstellen. Dann schießt er einfach ganz vorne hin. Wir haben so viel Geld. Ich glaube, wir machen den Hubschrauberpiloten nochmal ein bisschen krasser, weil das bin ja ich. Und ich muss krass sein. Schneller werden finde ich jetzt nicht so geil. Lieber mehr Feuerkraft. Verfolgung? Automatisch suchen und verfolgen von Bloons. Okay, klingt auch gut. Rasierrotor. Da kann man einfach über die Bloons rüberfliegen und dann sterben sie, ja? Und Upgrade, Upgrade. Jetzt sind wir nämlich ein krasser Dude. Nein, jetzt steuere ich den nicht mehr, oder was? Oh nein, jetzt wird er automatisch gesteuert. Ach so, wegen dem hier, ne? Verfolgung. Oh Mann, ich wollte ihn selber steuern, das war witzig. Schade. Bloons der Moab-Klasse. Fürchte die Moab-Bloons. Um diesen schwebende Festung der Angst platzen zu lassen, braucht es Unmengen Treffer. Passiert dies, setzt die Keramik-Bloons frei. Oh. Also Tanky und da drin sind nochmal mehr Tanky-Sachen. Aber den kriegen wir noch hin, oder? Da geht schon mal ein bisschen Kampf. Ja, das ist easy game. Obwohl. Oh Gott, okay, der ist doch weitergekommen, als ich dachte. Oh, die Tarndinger kommen hier durch. Oh nein! Nein, einer ist. Na, wohl? Doch, einer ist durchgekommen. Kann ich jetzt noch irgendwas machen? Trifft der den vielleicht noch? What's up? Moment! Nein, der ist weg! Come on! Einer ist durchgekommen. Jetzt kriege ich bestimmt eine Medaille weniger am Ende, oder? Warum ist da einer durchgekommen? Okay, ich muss dringend irgendwas upgraden. Ich brauche mehr von diesen Affen, die diese Tarndinger kaputt machen. Und wir platzieren hier einfach noch drei Affen und dann geht's uns gut. Und das werden alles Affen sein, die diese Tarndinger sehen. Ganz klar. Explodierende Ananas. Das klingt so witzig, ist mir egal, was es macht. Ich will's haben. Oh, guck mal, die nächste ist schon wieder, dass man Tarnbloons treffen kann. Aber da brauche ich noch ein paar XP. Okay, ich habe ein bisschen was geupgradet. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder gut aufgestellt sein, dass da gar keiner mehr durchkommt. Ja. Easy. Oh, Werbloons. Diese Bloons haben einen Zusatzpanzer, wodurch man sie noch schwerer zum Platzen bringt. Okay, also noch tankiger als die Keramikbloons. Alles klar. Und jetzt stellt euch mal vor, es gibt einen Keramikbloon, der noch diese Panzerung drumherum hat. Dann ist das ein Tanky-Tanky, ein Doppel-Tanky-Bloon. Die kommen ja nicht mehr aus ihrem Anfangsstadium da raus. Die armen Bloons. Stufe 12. Damit haben wir auch alle Militäraffen, wie es aussieht. Und ich mag diesen Rotor-Typen, deswegen holen wir da den Rasierrotor. Rim, 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 rim. Jetzt rotort der alle weg. Naja, irgendwie nicht. Dann nutzt das ja gar nicht. Ey! Oh, Quincy ist aufgestiegen. Jetzt prallen seine Dinger von 6 Zielen ab. Oh, noch ein Level? Dann kriegt er, glaube ich, wieder eine richtig krasse Sache. Ach hier, ich habe den Rasierrotor noch gar nicht gekauft. Jetzt hat er den erst. Toll. Und jetzt, wo wir den so krass abgegradet haben, packen wir noch so ein Harding hin. Die können wahrscheinlich auch hin, wo sie wollen, oder? Weil der fliegt ja sonst wohin. Dann platziere ich hier hinten jetzt einfach noch ein paar von den Dingern. Und upgrade die alle, dass die von selber fliegen. Okay, das gefällt mir. Tötet sie alle! Die Helikopterdinger sind so witzig. Ich mag die. Hä? Die bewegen sich nicht mehr. Hallo, was macht ihr? Sterben die? Wieso machen die nichts mehr? Meine Helis sind kaputt. Ah, jetzt. Was haben die eben nichts gemacht? Was war denn mit den Helis los? Nein, oh, da kommt richtig viel durch. Oh, come on.
Nein. Oh, damn. Ich verliere jetzt richtig viele Leben. Oh, boy. Hä, was war da denn los? Oh, neuer Held. Gwendolyn. Pyromane. Aber ich habe schon wieder meine Fähigkeit nicht eingesetzt. Wieso denke ich da denn immer nicht dran? Das ist noch so neu für mich. Und wir haben noch irgendeine zweite Fähigkeit hier dazu bekommen. Vielleicht, wenn was Großes ankommt, dann setze ich auf jeden Fall die Fähigkeit ein. Oder wenn wir in Runde 60 sind, damit wir es zumindest irgendwann mal eingesetzt haben. Und Stufe 15. Damit kriegen wir Magieaffen. Mit Stufe 20 hat man locker alle Affen schon frei, oder? Oder auf jeden Fall den Superaffen, einfach weil. Ich kann ihn sogar sofort holen. Ja, nice. Ich will auf jeden Fall einen Superaffen für 2500 kaufen. Was fragst du denn da noch so doof? Aber der ist so riesig. Kommt einfach dahin. Was kann der Tolles? Er ist einfach super. Okay, cool. Und was kann Quincy? I am Quincy, son of Quincy. Was kann Quincy mit seiner zweiten Fähigkeit hier? Pfeilsturm. Deckt ein großes Gebiet mit einem tödlichen Pfeilregen ab. Okay, er macht das einfach um sich rum wahrscheinlich. Ich dachte, man könnte vielleicht sagen, wo er das hinmachen soll. Oh, da kommen wieder zu viele durch. Schieß schneller, Quincy, schieß schneller. Oh Gott. Okay, nee, war das easy. Nach zwei Dinge bekommen, weil ich beide Heldenfähigkeiten eingesetzt habe. Zum ersten Mal, ich Dummkopf. Der Superaffe so. Guck mal, wie schnell der schießt. Richtig das Maschinengewehr. Und dabei habe ich den noch kein einziges Mal geupgradet. Oh, okay, wir setzen nochmal so einen Pfeilhaken ein, weil die Dinger sind, glaube ich, ein bisschen zu krass. Oh, das sind alles Tarn. Oh, bitte schieß schneller und vernichte alles. Das sind Tarndinger, aber der sieht die doch. Oh, come on. Nein, da sind schon wieder welche durchgekommen. Okay, jetzt kommt die letzte Runde auf mittelschwer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch Geld ausgeben. Können wir irgendwie den Superaffen nochmal verbessern? Laserstrahlen, ja, auf jeden. Komm hier, pack deinen Laserstrahl aus. Da gehe ich ja voll mit d'accord. Ich glaube, wir sollten hier noch ein paar von den Scharfschützen hinpacken, weil die halt auch Leute sehen und einfach auf der ganzen Map schießen können. Okay, restliches Geld ausgegeben. Jetzt kommt die allerletzte Runde von der ersten Map. Bin gespannt. Okay, da kommt ein riesiger Moab. BFB incoming. Der Superaffe gefällt mir sehr gut. Guck mal, der schießt jetzt Laserstrahlen. Oh, in dem riesigen Moab sind doch andere Moabs drin. Alles klar. Aber das sieht ja sehr einfach aus. Ich glaube, war's das schon? Okay, die letzte Map war überhaupt nicht... Also die letzte Runde war überhaupt nicht schwer. Wir haben zwei Ostereier bekommen und 125 Affendollar. Man könnte jetzt im freien Spiel weitermachen. Dann könnte man wahrscheinlich leveln und so, ne? No, ich hab's ja geschafft. Alles cool. Das hat ja voll lange gedauert. Aber wir haben jetzt einen neuen Helden. Den Gwendolyn. Und den werde ich natürlich auch auswählen. Oh, aber der kostet 900. Egal, Gwendolyn. Der sieht einfach cooler aus. Und der hat einen Feuercocktail und einen Feuersturm. Okay, dann gucken wir uns den beim nächsten Mal an. Man kann hier noch ganz viele andere Affen freischalten. Gut, morgen sollten wir dann Level 20 werden, dann können wir auch die tägliche Herausforderung machen und vor allem Koop spielen. Dann wird wahrscheinlich auch eine Folge nochmal mit dem Tidus kommen, weil der hat Bock drauf. Dann würde ich sagen, was ist aber mit dieser Folge? Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.